Hey Leute, Genox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier in Lauterbach und ich brauche gar nicht anfangen aufzuzählen, wer alles da ist. Es sind einfach alle da. Der Adam ist da, der Highlander sowieso, Maggie ist da, Sandman ist da, die komplette RPZ-Crew und die ganzen anderen üblichen Verdächtigen. Ich spiele mit meiner Billo-Shotgun, die kostet 40 Euro. Ich habe vorhin noch einen Tracer dran befestigt mit Duct Tape, damit ich sehe, wohin ich schieße. Das mitgelieferte Mag hat nur 22 Schuss, es ist nur eins dabei. Ich habe noch ein High Cap dran gebastelt mit Heißkleber, damit ich ein bisschen mehr Schuss habe. Kein Akkus laden, voll geil. Alter! An diesem Spawn muss man besonders leise sein, damit man das Startsignal hört. Zum Glück ging es los, weil er hat jemanden dicken Pups losgelassen. Es ist wichtig, die Lichtverhältnisse hier in der Halle zu nutzen. Licht und Schatten. Schatten ganz wichtig, um sich zu verstecken oder um andere zu sehen. Ich sehe Schatten hinten bei der Tür. Start hier hinten, Schatten. Und hier nutze ich den Schatten nochmal, um mich zu verstecken. Hab dich, hab dich, hab dich! Quatsch! Sorry! Da kommen welche! Da kommen welche! Hat funktioniert. Hab ihn. Högi! Hör auf! Gotcha, Baby! Ah, Hit! Gut gemacht! Herr Geo ist einfach eine Lichtgestalt. Adam und ich haben uns hier an einer ziemlich guten Stelle platziert. Hab dich am Fuß! Jawohl, danke! Da unten, jawohl! Heavy, yes, baby! Shoddy, baby! Shotgun Power! Da unten links, kommt rein! Da, komm rein, komm ich rein! Da hinten, gut! Maggie, schieß sie hoch, Maggie, schieß sie hoch. Das ist genau da hinten bei dem Holz, unten links. Warte, die schießen schon. Da ist er, kommt. Hier sehe ich einen gegnerischen Spieler in der Hütte und hole ihn raus. Anschließend schießt er auf mich, mehrmals. Danke! Hey, ich hab dich schon! Ich hab dich schon gehabt! Ja, genau, ja! Hey, ich geh mit raus! Bei Missverständnissen oder Unklarheit gehe ich gern mit raus. So hat keiner ein schlechtes Gefühl. Kurz zuvor hatte ich das Mag an einem Geländer angehauen und jetzt merke ich, dass es nicht mehr feedet. Nein! Ich wechsle auf Pistole. Spielmodus ist Dorfverteidigung. Wir verteidigen. Hab dich! Hey, Rot, ja. Die Gegner stehen wenige Meter vor unserem Dorf. Mein Buddy Dawn schnappt sich das Schild und macht den Mittelgang zu. Ja, Dawn, mach zu! Sie überrennen ihn. Sie haben das Schild! Sie kommen! Mitte! Komm, nimm das Schild. Die Gegner verlieren das Schild, wir haben es wieder zurück. Mach zu! Bleib! Die müssen kommen, bleib hier! Mach zu! Lass sie kommen! Siehst du was? Waffentreffer! Waffentreffer! Ist da jemand? Rede! Ist da jemand? Da kommt! Hab dich! Hab dich! Du bist raus, Selfie! Komm!
ihn, hab ihn! Links! Bleib hier, links. Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Links! Links, links! Links, links! Warte, ja, links! Rechts, rechts, rechts! Los! Ja! Die Gegner schaffen es nicht, das Dorf zu erobern. Wir gewinnen. Wie man sieht, kann man auch mit einer 40€ Airsoft sehr viel Spaß haben. Mein Buddy Dave hat das defekte Magazin mitgenommen und bastelt mir da was Cooles. Aber meine Nummer 1, mein Favorit für CQB, ist immer noch Pistole. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gerne CQB mit Shotgun spielt. Und sagt mir bitte mal eure Meinung zu Shotguns an einem großen Spieltag über 0,5 Joule. Thank you.